Bei mir in der Familie ist einfach, wir legen sehr viel Wert auf Nächstenliebe, auf den Schutz von Schwächeren. Und ich glaube, das hat sich in meiner Erziehung so drastisch durchgesetzt, dass ich einfach mich tatsächlich auch berufen fühle, eine Arbeit in dieser Form zu machen. Für mich war vielleicht der schönste Moment, ein Moment, der sich zum Glück immer wieder wiederholt, wenn man auch Menschen trifft, die nicht unbedingt mit so einer bedingungslosen Dankbarkeit an einen herantreten, aber bei denen man wirklich sieht, dass das, was man da macht und das, was man da versucht, irgendwie Früchte trägt und die einfach sagen, ja, ich konnte jetzt zum Beispiel meine Kinder in die Schule schicken. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.